Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im heutigen Milka-Mittwoch-Video. Es ist das letzte Milka-Mittwoch-Video in diesem Jahr. Dann ist das Jahr auch schon wieder vorbei und wie jedes Jahr denke ich mir, oh mein Gott, es ist einfach so schnell umgegangen. Ich glaube, so geht es allen, dass irgendwie, wenn Dezember die Weihnachtszeit anfängt, dass einem dann erstmal so richtig bewusst wird, dass das Jahr auch schon wieder vorbei ist. Vielleicht noch ganz kurz, falls ihr euch über das Licht wundert. Ich habe ein Ringlichtgeschenk gekriegt, deswegen ist das Licht heute oder ab heute, sagen wir mal ab heute, auch so gut. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt es hier sehen, ich habe so einen Ring im Auge, das macht auch das Licht. Und passend zu meinem Pulli habe ich meinen Baum heute mal blau beleuchtet. Ist schon wieder hier voll das Random-Gerede. Komme ich mal zum Punkt. Und zwar geht es im heutigen Video rund um das Thema Silvester. Wie verhalte ich mich am besten, wenn ich einen Hund habe an Silvester? Da habe ich verschiedene Themenpunkte, was man macht, wenn man einen jungen Hund hat, der vielleicht sein erstes Silvester erlebt. Wenn man einen Hund hat, der überhaupt keine Angst hat an Silvester, was ja super ist. Und wenn man einen Hund hat, der eher ängstlich ist und dem die ganze Böllerei zu schaffen macht. Bevor ich jetzt anfange, habt ihr natürlich dieses Jahr nochmal die Chance, meinen Kanal zu abonnieren, um im nächsten Jahr kein einziges Video von mir zu verpassen. Das könnt ihr mir immer gerne machen, da freue ich mich riesig drüber. Und ich würde sagen, dann beginne ich jetzt mit dem Video. Viel Spaß dabei! Starten wir vielleicht erstmal mit ein paar generellen Tipps, die man einhalten sollte, wenn man einen Hund hat, ob er ängstlich ist, ob er jung, alt ist, wie auch immer. Und zwar grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass man sich normal verhält, denn wie wir alle wissen, ist der Hund sehr stark orientiert an uns, am Menschen. Wenn wir also schon mittags und den Silvestertag ganz nervös und aufgeregt rumlaufen, dann überträgt sich das natürlich auch auf unseren Hund. Und wenn wir sehr schreckhaft sind, es knallt irgendwo, zusammenzucken und auch Panik verbreiten, sag ich mal, ist das natürlich nicht förderlich für das Verhalten des Hundes. Deswegen hier an dieser Stelle mein Tipp, verhaltet euch relaxed. Wenn es irgendwo knallt und ihr vielleicht merkt, oh, euer Hund hat das mitbekommen, verhaltet euch ganz normal, auf gar keinen Fall irgendwie dem Hund so eine Reaktion zeigen wie, oh, oh mein Gott, ja, ist okay und so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so übermäßig erschreckt, so, oh Gott, es ist gerade was Schlimmes passiert, alles ist gut. Sondern verhaltet euch ganz normal einfach, es hat geknallt, dann alles ist gut, vielleicht ein Leckerli geben, also normal verhalten. So, der nächste Tipp wäre es, nach Möglichkeit nicht mehr in der Dunkelheit rauszugehen. Denn, wie wir alle wissen, in der Dunkelheit fängt diese ganze Böllerei erst an. So gesehen, vielleicht geht den Tag über mittags eine große Runde, fordert euren Hund, dass er abends nach Möglichkeit müde ist und sich nicht, ja, so reinsteigern kann in die Angst oder überhaupt auf die Idee zu kommen, ängstlich zu werden. Das wäre mein Tipp an dieser Stelle und meidet es im Dunkeln abends, wenn die ersten Böller schon gestartet werden, rauszugehen. Nächster Tipp wäre es, euren Hund den ganzen Tag an der Leine zu führen, denn es kann immer mal irgendwo ein Böller gestartet werden und ihr wollt ja nicht, dass euer Hund sich erschreckt und vielleicht einfach so wegrennt und dann auf sich alleine gestellt ist den ganzen Abend oder ihr ihn suchen könnt. Kommen wir zum letzten Tipp, der da wäre, lenkt euren Hund ab. Das kann natürlich sein, indem ihr ihm einen Kauknochen oder irgendwas, was er gerne mag, ein Intelligenzspielzeug, irgendwas, womit er auf jeden Fall beschäftigt ist, gebt, dass er halt darauf fokussiert ist und sich gar nicht so auf diese Böllerei konzentrieren kann. Das waren die grundsätzlichen Tipps. Kommen wir jetzt zu den Tipps, was ihr machen könnt, wenn ihr einen jungen Hund habt, der vielleicht dieses Jahr sein erstes Silvester erlebt. Vielleicht ganz kurz dazu eine kurze Story, wie es bei Milky und mir war. Milky und ich, oder beziehungsweise Milky, hat ihr erstes Silvester an einem sehr ruhigen Ort erlebt, in den Bergen, wo wirklich so gut wie gar nicht geböllert worden ist. Also ich war mit ihr im Urlaub, das war wirklich so das Gute. Deswegen ist Milky auch grundsätzlich überhaupt nicht schreckhaft. Ja, also hier mein Tipp nach Möglichkeit, fahrt an einen Ort, wo nicht geböllert wird, dass ihr die ganze Sache vielleicht umgehen könnt oder schon stark abschwächen könnt. Wichtig ist, wie gerade gesagt, zu schauen, dass man sich nicht der Situation, ja, sag ich mal, mit Absicht stellt, sondern diese nach Möglichkeit umgeht. Man kann den Hund auch schon mal frühzeitig an Böller gewöhnen, indem ihr vielleicht einfach mal bei YouTube oder irgendwo anders ein Video, wo halt geböllert wird, laufen lasst, dass euer Hund schon mal diese Knalle sich daran gewöhnt und dass halt nichts mehr komplett Neues für ihn an Silvester ist. Dann ist es, wie gesagt, wichtig, dass ihr euch einfach ganz normal verhaltet. Seid für euren Hund da, wenn es draußen knallt. Signalisiert ihm, dass es etwas ganz Normales ist, dass ihr
die Situation quasi unter Kontrolle habt, selber keine Panik habt und Ruhe ausstrahlt. Das ist ja immer ganz wichtig. Des Weiteren, wie gerade schon gesagt, könnt ihr euren Hund natürlich ablenken. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr ihn den Tag über, wie gerade auch schon gesagt, gefordert habt, dass er abends müde ist und einfach schlafen kann und die ganze Sache am besten natürlich verschläft. Kommen wir nun zum zweiten Fall. Der da wäre, dass der Hund schon mehrere Silvester erlebt hat und keine Angst hat. Was natürlich so die beste Ausgangslage ist, die man überhaupt haben kann. Hier würde ich einfach empfehlen, verhaltet euch, wie ihr es die letzten Jahre auch gemacht habt, weil es war ja der richtige Weg. Euer Hund hat keine Angst. Es ist wichtig, dass ihr, würde ich jetzt sagen, mein persönlicher Tipp, die Lage auch nicht ausnutzt und sagt so, okay, mein Hund hat keine Angst, cool, nehme ich ihn noch mit auf die Straße an Silvester. Das würde ich auf gar keinen Fall machen, man muss es ja auch nicht übertreiben. Genauso wie hier im Rheinland, also im Raum Köln-Düsseldorf, da gibt es, ich glaube in Bonn gibt es das auch, gibt es immer im Sommer so ein Event, wo ein riesengroßes Feuerwerk ist. Da habe ich auch schon oftmals gesehen, dass Leute ihren Hund damit hinnehmen, was meiner Meinung nach einfach nicht sein muss. Deswegen, lasst euren Hund an Silvester zu Hause, lasst ihn drin. Vielleicht noch ganz kurz dazu, ich werde an Silvester dieses Jahr, weil wahrscheinlich da jetzt auch viele Fragen werden, was ich an Silvester mache. Ich bin an Silvester auf jeden Fall hier in Düsseldorf. Was ich genau mache, weiß ich noch nicht. Eine Freundin hat mich gefragt, hey Caro, wir können doch in die Stadt gehen. Und ich habe gesagt, ja, coole Sache, können wir machen. Und jetzt, wo ich das Video drehe, denke ich so, oh, da hat Milky übrigens gerade geschnarcht. Oh, ich will Milky auf gar keinen Fall alleine lassen. Also hier, finde ich, muss man auch wieder ganz klar die Verantwortung übernehmen, bei seinem Tier zu bleiben. Und das werde ich an Silvester auch machen. Also ich werde bis 12 Uhr hier bleiben, werde mit Milky anstoßen. Und wenn die ganze Böllerei so ihren Hochpunkt erreicht hat und wieder vorbei ist, dann gehe ich vielleicht in die Stadt und feiere noch so ein bisschen mit meinen Freundinnen. Aber davor werde ich auf jeden Fall für Milky da sein und gucken, dass sie auch dieses Silvester angstfrei übersteht. Kommen wir nun zum letzten Punkt. Und zwar, wenn ein Hund oder wenn euer Hund Angst vor Böllern hat, vielleicht schon die letzten Jahre Silvester für ihn immer der absolute Horror war, dann ist es natürlich besonders wichtig, vielleicht im Voraus schon mal so ein bisschen zu planen, Vorkehrungen zu treffen, um ihm dieses Silvester so angenehm wie möglich zu gestalten. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr euren, ja, den Lieblingsort eures Hundes schon mal so ein bisschen herrichtet. Wenn ihr wisst, er hat so einen bestimmten Rückzugsort, wo er hingeht, wenn er Angst hat, vielleicht in den Keller, unters Bett, dann macht ihm diesen Ort schon mal, ja, bereit oder gemütlich, sag ich mal so, dass ihr vielleicht, wenn es unterm Bett ist, den Raum, die Rollläden runterlasst, den Raum, ja, wie so eine Rückzugsorthöhle vorbereitet, sag ich mal so, dass euer Hund weiß, okay, an diesen Ort kann ich mich zurückziehen und da bin ich sicher, wenn es draußen knallt und ja, wenn er Angst hat. Hier ist natürlich auch wieder wichtig, verhaltet euch normal. Eine Sache auch, die ich gerade noch nachgelesen habe, die auch ganz wichtig ist, ist es, wenn euer Hund Angst hat, ignoriert ihn auf keinen Fall, sondern wenn er Nähe braucht, dann gebt ihm diese Nähe, beruhigt ihn und natürlich wieder hier nicht panisch, sondern zeigt ihm einfach, dass ihr da seid, dass alles gut ist und dass er keine Angst haben braucht. Wenn euer Hund sich nicht gerade komplett zurückgezogen hat, kann hier auch Ablenkung eine gute Lösung sein. Es gibt ja zum Beispiel den Kong, den habe ich ja für Milka auch. Wenn man da irgendwie was Leckeres, den Kong mit irgendwas Leckerem befüllt, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man da reinpacken kann. Leckerlis oder vielleicht Quark, dass es etwas länger dauert, dass er da das rausschleckt. Dann ist das auch eine super Sache, weil der Hund dann auf diesen Kong oder auf das Essen fokussiert ist und sich gar nicht so sehr auf die Böller und die Knallerei konzentrieren kann und da vielleicht gar nicht erst so eine Angst entwickelt. Das ist mein Tipp für euch und in diesem Sinne möchte ich mich noch einmal für das Jahr mit euch bedanken. Ich weiß gar nicht, wie viele Milka-Mittwoch-Videos es dieses Jahr gab, aber es war ein ganz tolles Jahr. Es hat mich riesig gefreut, dass ich so viele von euch mal persönlich kennenlernen durfte. Ich hoffe, es wird nächstes Jahr noch mehr. Wir schaffen ein paar Treffen, wo wir uns wirklich alle zusammen mal mit unseren Hunden treffen können. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch und freue mich riesig auf das nächste Jahr mit euch. Macht es gut und bis zum nächsten Milka-Mittwoch im neuen Jahr. Ciao, ihr Lieben!